Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Barbecue Bären. Heute machen wir einen Rösti Kassler Auflauf, das Ganze im Dutch Oven. Und wenn ihr sehen möchtet, wie das funktioniert, dann bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Für unseren Rösti Auflauf mit Kassler habe ich hier ein paar spärliche Zutaten stehen. Da habe ich einmal Kassler, dann Sahne, Muskat, Salz, Pfeffer, dann ein paar, also Rösti und natürlich ein paar Tomaten. Zuerst schneiden wir unsere Tomaten jetzt in dickere Scheiben. Danach nehmen wir jetzt unsere Kasslerscheiben und dritteln die. Das war es jetzt schon mal an Schnippelarbeiten. Jetzt können wir unseren Topf nehmen und den erstmal schön mit Butter ausstreichen. Nachdem wir unseren Topf jetzt schön eingebuttert haben, können wir auch unsere Zutaten hinzufügen. Wir fangen jetzt an mit einer Schicht Tomaten. Auf die Tomaten kommt jetzt eine Schicht Kassler. Jetzt nehmen wir unsere aufgetauten Röstis und bröseln die schön über die Schicht Kassler. Jetzt kommt wieder eine Schicht Tomaten. Auf die Tomaten ein bisschen Pfeffer. Jetzt kommt noch mal eine Lage Kassler. Und auf das Fleisch kommen jetzt noch mal die kompletten restlichen zerbröselten Röstis. Und das Ganze gießen wir jetzt nochmal schön mit Sahne auf. Und zum Schluss werden wir das Ganze jetzt nochmal mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Unsere Zutaten haben wir jetzt alle im Topf drin. Jetzt Deckel drauf. Dann machen wir uns jetzt an Grill. Ich werde meinen Dutch Oven heute wieder in meiner Weberkugel betreiben, weil der passt da optimal rein, also der FT9, den ich habe, und somit seine Kugel hat auch gleich einen günstigen Dutch Oven Tisch. Und zur Kohleverteilung, heute werde ich unten 6 Kohlen hingeben und 9 oben drauf. Das Ganze lassen wir jetzt so für eine Stunde im Grill, aber nach einer halben gucken wir das erste Mal rein, wie das Ganze aussieht. 30 Minuten sind rum, wir schauen mal rein. Oh ja, es wird langsam braun. Das Ganze lassen wir jetzt noch mal 30 Minuten drauf und dann sollte es auch fertig sein und dann probieren wir. So, unser Rösti Kassler Auflauf ist fertig. Jetzt gilt es nur noch, das Ganze noch mal zu probieren. Dazu nehme ich mir hier so ein bisschen Kassler von dem Rösti und von der Tomate. Wow. Geil. Das ist der Hammer. Wow. Also,
der Kassler, der das Salzige mitbringt und dann das Fruchtige von der Tomate mit den Röstis, die sowieso von Hause aus, sage ich mal, schon ein bisschen guten Geschmack mitbringen. Und dann noch die Sahne als Geschmacksträger, das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer. Das ist natürlich ein richtig deftiges Ding, ne? Also danach braucht man kein Dessert mehr, denke ich mal, durch die ganze Sahne und was da alle drin ist. Aber ich kann wirklich nur jedem raten, wer das so noch nicht gemacht hat oder kennt, macht das nach. Das ist echt super geil, schnell gemacht, wenige Zutaten. Das Ganze war jetzt eine Stunde 15 Minuten drauf. Und ja, einfach nur spitze. Schnell, habe ich schon gesagt. Also, wem das so gefällt, ist ein schönes, deftiges Topfgericht. Der soll es nachmachen. Wenn nicht, dann halt nicht. Und wenn euch dieses Video wiederum gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über einen freundlichen Kommentar und über ein Abo sowieso. Und wenn ihr abonniert, dann natürlich auch die Glocke abonnieren. Das kann ich auch nur noch mal den Abonnenten sagen, die schon abonniert haben, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wenn ich ein neues Video raushaue. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt, der Barbecue Bär. Bis dann, macht's gut, ciao.